Hallo Leute, hier ist Ute von Ahoi Kinder. Wir sind heute bei Kids at Work in Hamburg, so zwischen Eppendorf und Lockstedt. Und ich bin hier gerade schon im Kindercafé. Meine Kinder haben schon gekocht. Es gab auch schon Saft, Minionsaft, war glaube ich Banane drin. Springt schon jemand hoch. Ich glaube, jetzt schauen wir uns mal den Rest an. Kommt ihr mit? Im Spielecenter Kids at Work kann nach Herzenslust gebaut und getobt werden. Mit Bausteinen, mit Legos oder auch mit Rohren. Bei allem, was das gepflegte Spielecenter mit hochwertigen Spielzeugen anbietet, geht es darum, dass Kinder spielerisch dazulernen sollen. Und das funktioniert bei Kindern ja bekanntlich am besten nebenbei und mit ganz viel Spaß. So wie hier mit den Geosmart-Spielzeugen, die auf einmal auch unsere Jungs schon ganz toll fanden, oder dem fantastischen Windkanal, in dem die Federn hoch in die Luft fliegen. Ein Highlight ist der Kaufmannsladen, in dem Kinder eine beeindruckende Warenvielfalt in echter Größe einkaufen. Da macht selbst Kindern, die den Kaufmannsladen zu Hause schon echt langweilig finden, das Einkaufen spielen auf einmal wieder riesigen Spaß. Erst recht, wenn sie wie hier an einer echten Registrierkasse bezahlen können. Übrigens, damit es hier so hübsch und gepflegt aussieht, wie es die Kundschaft für den nicht ganz günstigen Eintrittspreis erwartet, räumt das Personal eifrig hinter den Kindern her. Auch wenn natürlich Eltern und Kinder angehalten sind, zumindest ein wenig daran zu denken, Spielsachen nach dem Benutzen wieder an ihren Platz zu stellen. Jetzt noch bezahlen, das macht mit so großen Scheinen natürlich auch richtig viel Spaß. Auch an die Kleinen ist bei Kids at Work gedacht. Kinder unter 3 Jahren können im magischen Garten diese fantastischen Leuchtstäbe stecken. Und außerdem gibt es eine Eisenbahn und eine sehr schöne Spielecke für Kinder unter 3 Jahren. Sogar ein bisschen ruhiger als im Rest des Spielecenters ist es hier. Und dann gibt es natürlich noch den Elbstrand. Wie sollte der auch in einem Hamburger Spielecenter fehlen? Mit kybernetischem Sand lässt es sich hier ganz toll ganz fantastische Burgen bauen. Oder maritime Schiffchen ausstechen. Bakterien züchten, leuchtenden Schleim herstellen, Elektrizität entdecken. Für größere Kinder, insbesondere ab 6 Jahren, werden bei Kids at Work Workshops angeboten. Auch für jüngere Kinder ab 4 ist schon so manches Angebot dabei. Und der Kursplan wechselt monatlich. Zum Schluss lohnt sich ein Abstecher im Kindercafé. Wie beim Kaufmannsladen wird hier das Konzept Kinderküche in riesengroß gespielt. Und das schmeckt richtig gut. Und auch an die Erwachsenen ist selbstverständlich gedacht. Im Café für die Großen können sie sich zurückziehen, während der Nachwuchs baut, forscht oder spielt. Übrigens könnt ihr auch Kindergeburtstage bei Kids at Work feiern. Dann gilt für euren Nachwuchs bestimmt, was auch für uns nach so einem langen Schultag gilt. Wir sind am Ende ganz schön müde.